Ja. Ist das dein Ernst? Mit dir rede ich nicht. Ich bin tierisch stinkig. Ach, echt jetzt? Ich werde das Ding verschlingen. Es schmeckt nach Blümchen. Okay, das kleine Ding ist ab sofort ein Wolf, Leute. Ich will, dass es lernt, wie man Kreise dreht. Also bevor es sich hinlegt. Das ist meine Lieblingslektion. Schnapp dir das Baby und dann weg hier. Sicher fragt ihr euch, wie ein Storch, ein Mädchen und ein Baby in so eine Situation geraten. Deshalb spulen wir jetzt zum Anfang der Geschichte zurück. Junior, weißt du, warum ich mein Büro aus Glas habe bauen lassen, obwohl Vögel Glas nicht erkennen? Weiß ich nicht. Power Move. Ich steige um von Baby auf Paketlieferservice. Unsere neuen Handys. Cool, voll cool. Ab Montag gehört alles dir, falls sich noch etwas gewaltig daneben geht. Waisenkind Tulip? Junior? Oh, Tulip reicht. Waisenkind klingt so traurig. Das ist eine Wachtel, das ist ein Emo und das ist ein Huhn. Die können nicht fliegen. Mit ihr wird unser Traum wahr. Das wird der Kracher, Leute. Tulip? Hopp, was ist das? Ein Baby. Störche liefern keine Babys mehr. Wenn das Baby seine Familie findet, finde ich ja vielleicht auch meine. Du findest deine Familie. Meinst du? Ganz sicher. Ist das irre? Wir liefern ein Baby! Wenn das irgendwer rauskriegt, bin ich mausetot! Puder. Babypuder. Hat jemand eine Rothaarige und einen Storch gesehen? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe neulich zwei gesehen, auf die Beschreibung passt. Nein, Alter, ich bin nicht dein Freund. Entschuldigung, ich dachte, wir chillen. Wollt ihr das ganze Dach zerstören? Wir müssen den Schornstein gegen eine Rutsche austauschen, damit der Storch mir meinen kleinen Bruder bringt. Da ist was dran. Väter sind toll, Mütter sind gemein. Hab ich gehört. Mütter sind auch toll. Lass sofort das Baby los. Psst. Bist du verliebt? Ich bin verliebt. Bist du verliebt? Total verliebt. Total.